Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich auf das Meeting mit euch hier zusammen zu sein. Hallo, wie geht's euch? Ich frage einfach erstmal den Lorenz. Lorenz, wie geht's dir denn in diesem Augenblick? Oh, Lorenz, hast du Probleme, dein Mikro freizuschalten im Moment? Oder hörst du mich vielleicht gerade gar nicht? Ah, jetzt wieder. Hast du mich gefragt? Ja, Lorenz, ich habe gefragt, wie geht's dir denn in diesem Augenblick? Ah, okay. Die Frage hatten wir schon, ja. Ist eine interessante Frage schon wieder. Ich werde sie wieder nicht beantworten. Ja, danke Lorenz. Dann verbinden wir uns mit dir in diesem Augenblick. Ja, vielen Dank für die Verbindung, vielen Dank für das Feedback, Lorenz. Andreas, was fühlst du in diesem Augenblick? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Es ist alles so ambivalent und etwas durcheinander und ich kann dir nicht sagen, wie es mir geht oder was ich da gerade fühle. Danke, Andreas, für das Feedback. Wir verbinden uns mit dir in deinem Feedback einige Sekunden lang. Ja, vielen Dank, Andreas. Vielen Dank uns allen für die Verbindung. Tanja, wie geht es dir in diesem Augenblick, gerade jetzt? Ich bin aufgeregt und gleichzeitig muss ich schmunzeln, weil doch alles egal. Mein Neuestes ist so, Gott kennt mich, dich und den einen eh nur in Frieden. Also ja, ist egal, wenn ich aufgeregt bin, dann gucke ich mir das in Frieden an. Ja, danke Tanja für dein Feedback und wir verbinden uns mit dir und mit deinem Feedback einige Sekunden lang. Ja.
Vielen Dank, Tanja. Schauen wir eben, wie viel wir insgesamt so sind. Ja, ich würde sagen, an der Stelle erstmal genug Feedbackrunde. Sonst nehmen wir jetzt die Zeit in Anspruch dafür. Aber jeder kann mal schauen, wie er sich gerade so im Moment fühlt und sich damit auch verbinden. Sozusagen mit sich selbst verbinden. In diesem Gefühl, wie es jetzt so gerade ist. Ja, wir gehen jetzt mal an der Stelle bei Ein Kurs in Wundern, Textbuch weiter, wo Devavan gestern aufgehört hat. Devavan hat ja gestern gelesen und erklärt, Kapitel 11, Gott oder das Ego. Einleitung. Wenn ich falsch liege, möge mich jemand korrigieren. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich liege also richtig. Und dann gehen wir jetzt weiter mit Römisch 1, die Gaben der Vaterschaft. Wenn jemand lesen möchte, kann er das gerne tun. Ansonsten würde ich beginnen zu lesen mit dem ersten Absatz. Möchte jemand lesen? Moment, ich gehe mal in die Ansicht, wo ich alle sehen kann. Hat jemand aufgezeigt? Nein? Dann lese ich vor. Du hast gelernt, dass du Heilung brauchst. Möchtest du der Sohnschaft irgendetwas anderes bringen? Wenn du dein Bedürfnis nach Heilung für dich selbst begreifst? Denn darin liegt der Anfang der Rückkehr zur Erkenntnis. Das Fundament, auf dem Gott helfen wird, das Denksystem neu aufzubauen, das du mit ihm teilst. Nicht einen Stein wirst du darauf legen, der nicht von ihm gesegnet wird. Denn du wirst die heilige Wohnstätte seines Sohns wiederherstellen, wo sein Sohn nach seinem Willen sein soll und wo er ist. In welchem Teil des Geistes von Gottes Sohn du auch immer diese Wirklichkeit wiederherstellst. Du stellst sie für dich wieder her. Du weilst mit deinem Bruder im Geist Gottes. Denn Gott selbst wollte nicht allein sein. Ja, wir verbinden uns mal einige Sekunden in diesem Absatz im Geist. Und wir fühlen uns ein. Ja, vielen Dank erstmal dafür. Marlies, wie fühlst du dich jetzt gerade genau jetzt in diesem Augenblick?
Wir müssen noch das Mikrofon kurz anschalten. Ich fühle mich so in Ruhe, dass ich erkannt habe, dass ich Heilung brauche und dass ich nicht alleine bin. Und dass die Heilung eigentlich schon geschehen ist und ich gar nichts falsch machen kann. Ja, danke, Marlies. Wir verbinden uns mit dir und deinem Feedback einige Sekunden lang. Martina, wie fühlst du dich in diesem Augenblick, genau jetzt? Ja, ich kann da sehr gut gehen mit dem, was die Marlies gesagt hat, weil ich habe gemerkt, dass ich dauernd denke, ich mache es falsch und ich muss mich so anstrengen. Und es ist mir gerade so bewusst geworden, so gestern. Und deswegen finde ich das so wunderbar, das jetzt zu hören. Ich brauche mich nicht anstrengen und ich kann nichts falsch machen. Also ich habe da so eine innere Anspannung gemerkt, weil ich halt gedacht habe, ich mache es falsch, ne? Und das kann ich jetzt loslassen. Danke. Danke, Martina. Wir verbinden uns mit dir in deinem Feedback einige Sekunden lang. Ja, danke für dein Feedback, Martina, und danke für die Verbindung euch allen, uns allen. Und wir nehmen noch ein Feedback. Nihira, wie fühlst du dich genau jetzt in diesem Augenblick? Ja. Jetzt in diesem Moment ist irgendwie so die Tagesaufgabe so durch mich durchgegangen. Ich wähle nur die vollkommene Liebe. Und dann habe ich draußen so ganz laut, obwohl ja eine ziemlich befahrene Straße ist, habe ich einen Vogel zwitschern hören, der das irgendwie wie so verkündet hat. Tweet, 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 tweet. Ja, und auch was so die anderen gesagt haben, es ist so ein friedlicher Moment jetzt. Ich kann das einfach mal alles so sein lassen und mich da rein entspannen. Ja, danke, Nihira, für dein Feedback. Und wir verbinden uns auch einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Ja, vielen Dank erstmal bis dahin. Wir kommen jetzt zu der Erklärung von diesem ersten Absatz. Hier steht ja erstmal als Überschrift die Gaben der Vaterschaft. Was ja schon mal besagt, dass es darum geht, dass wir scheinbar etwas bekommen, also dass es Gaben gibt. Ist ja schon mal bis dahin schon mal ganz gut. Dann geht's los mit, du hast gelernt, dass du Heilung brauchst. Ja, das stimmt allerdings, wenn wir hier den Kurs
bis dahin gemacht haben, bis zur Seite 194, spätestens da haben wir gelernt, wahrscheinlich aber auch schon früher, dass wir Heilung brauchen. Oder ich, wenn ich das gelernt habe, dann habe ich gelernt, dass ich Heilung brauche, weil ich dann in meinen Geist schon mal so reingeschaut habe und schon mal gesehen habe, was denn da so eigentlich los ist. Da ist so einiges los. Oder ist es schon ganz viel Frieden da? Naja, dann ist es auch schon mal ganz gut. Möchtest du der Sohnschaft irgendetwas anderes bringen? Dann würde ich mal ganz klar sagen, nein. Wenn du dein Bedürfnis nach Heilung für dich selbst begreifst. Denn darin liegt der Anfang der Rückkehr zur Erkenntnis. Ja, Rückkehr zur Erkenntnis heißt ja so viel wie, dass wir zurückkehren zu Gott, dass wir zurückkehren zur Wahrheit, zu dem, was wahrhaft existiert, zu unserem Schöpfer, zu dem Schöpfer allen Seins. Das ist die Rückkehr zur Erkenntnis, also dass wir Gott wieder erkennen. Denn darin liegt der Anfang der Rückkehr zur Erkenntnis. Also der Anfang der Rückkehr zur Erkenntnis liegt darin, dass ich gelernt habe, dass ich Heilung brauche und der Sohnschaft nichts anderes anbieten möchte. Also ich möchte all meinen Brüdern nichts anderes anbieten als Heilung, weil ich begriffen habe, dass ich derjenige bin, der Heilung braucht. Und darin liegt der Anfang der Rückkehr zur Erkenntnis. Bis hierhin war alles verstanden. Das Fundament, auf dem Gott helfen wird, das Denksystem neu aufzubauen. Wir haben ja alle schon gelernt hier im Kurs, dass es um ein Denksystem geht. Es geht um ein falsches Denksystem und ein richtiges Denksystem. Man nennt es auch Falschgesinntheit und Rechtgesinntheit. Die Falschgesinntheit ist, wenn wir mit dem Ego denken, wenn wir Gedanken denken, die in verschiedenen Formen auftreten, wo wir viele Unterschiede sehen, wo wir urteilen, die urteilenden Charakter haben, wo wir also auch unseren Bruder verurteilen, wo wir unserem Bruder mitteilen, dass er nicht würdig ist und so weiter und so fort, kennen wir auch alles, haben wir auch alles schon mal im Geist gesehen. Wer nicht, der möge sich melden. Okay, scheint also richtig zu sein. Das ist das Denksystem des Egos und wir haben ganz tief verstanden, dass das Denksystem des Ego für uns nicht besonders heilsam ist. Im Gegenteil, es ist zerstörerisch. Es ist die Opposition zum Heilsplan Gottes. Wir aber bekommen hier den Heilsplan Gottes angeboten in seiner ganzen Ausführung. Und der ist heilsam. Darin liegt alle Heilung. Nichts anderes als der Heilsplan Gottes wird funktionieren. Also wollen wir das Denksystem des Heiligen Geistes jetzt annehmen. Der Heilige Geist bietet uns ein neues Denksystem an. Und dieses Denksystem, das lernen wir hier in einem Kurs in Wundern kennen. Dieses Denksystem neu aufzubauen, dass du mit ihm teilst. Ihm ist jetzt groß geschrieben und hiermit ist dann wieder Gott gemeint, beziehungsweise auch der Heilige Geist. Nicht ein Stein wirst du darauf legen, der nicht von ihm gesegnet wird. Das heißt also, wir bauen wie Steine, wie wir mit Steinen ein Haus bauen, bauen wir ein neues Denksystem gemeinsam mit dem Heiligen Geist auf. Und jeden Stein, mit dem wir dieses Haus bauen, wird vom Heiligen Geist und von Gott gesegnet.
Denn du wirst die heilige Wohnstätte seines Sohnes wiederherstellen. Du also, du persönlich, du wirst die heilige Wohnstätte seines Sohnes wiederherstellen. Da du sein Sohn bist, wirst du deine eigene Wohnstätte wiederherstellen, mit ihm zusammen. Wo sein Sohn nach seinem Willen sein soll und wo er ist. Wo du, also der du da sein Sohn bist, nach seinem Willen sein soll und wo er ist, also wo er auch schon ist. Du erinnerst dich daran, wo du in Wirklichkeit bist. In welchem Teil des Geistes von Gottes Sohn du auch immer diese Wirklichkeit wiedererkennst. Das kann jetzt zum Beispiel in deinem Bruder sein, wo du das wiedererkennst, wo du den Christus wiedererkennst. Du stellst sie für dich wieder her. Also selbst wenn du sie in deinem Bruder wiedererkennst, erkennst du sie in diesem Moment in dir selbst wieder, weil du sie für dich selbst wiederhergestellt hast. Du weilst mit deinem Bruder im Geist Gottes. Also du bist sozusagen eins mit deinem Bruder im Geist Gottes, mit jedem Bruder, ausnahmslos. Denn Gott selbst wollte nicht allein sein. Gott selbst wollte nicht allein sein. Aber Gott selbst ist alleins. Er ist mit allem eins. Und deswegen ist er doch allein. Aber das wollen wir jetzt mal hier so nicht so auf die Goldwaage legen, diesen letzten Satz. Gehen wir also zum zweiten Absatz über. Nachdem wir uns einige Sekunden mit dieser Erklärung verbunden haben. Ja, vielen Dank erstmal bis hierhin. Und dann frage ich dich, Gabriele, was fühlst du genau jetzt in diesem Augenblick? Ja, dass wir die Quelle oder diese Getrenntheit von Gott nie verlassen haben. Wir haben uns jetzt wieder erinnert an diese Verbundenheit, an mein eigenes Selbst, dass ich ja schon immer war oder bin, in dieser Gesamtheit, in dieser einen Schöpfung, die wir ja alle sind. Und mein Bruder zeigt mir ja immer, dass ich mein eigener Erlöser bin, indem ich das berichtigt sein lasse, dass ich meinen Frieden finde. Und in meine Liebe. Und somit ist auch die Heilung für uns beide wieder dieser Ausgleich. Ja, in dem sind wir ja eins, in der Liebe. In dem einen Licht. Und das kann ich nicht alleine tun, da brauche ich meinen Bruder. Weil wir ja ein Geist sind. Ja, danke, Gabriele.
Es fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an, danke. Danke, Gabriele. Dann verbinden wir uns mit dir einige Sekunden in deinem Feedback. Ja, vielen Dank für das Feedback und vielen Dank für die Verbindung. Ja, dann wollen wir noch ein Feedback. Wurde abgemeldet. Weil ihr Konto der Zeit auf einem anderen Gerät angemeldet ist. Ich bin tatsächlich jetzt mit dem anderen Konto auf einmal Konto wechseln. Jetzt habe ich hier gar nicht mehr. So eine Scheiße. Da bin ich doch wieder. Ja, ich war irgendwie ganz kurz. Irgendwie wurde ich abgemeldet, jetzt bin ich wieder da. Ihr könnt mich aber wieder hören, richtig? Okay. Ja, dann machen wir an dieser Stelle weiter. Wir lesen Absatz 2. Ich lese vor. Alleinsein heißt von der Unendlichkeit getrennt sein. Aber wie kann das sein? Wenn die Unendlichkeit kein Ende hat, niemand kann jenseits des Grenzenlosen sein, weil das, was keine Grenzen hat, überall sein muss. In Gott, dessen Universum er selbst ist, kann es keine Anfänge und keine Enden geben. Gibt es keine Anfänge und keine Enden. Kannst du dich selbst vom Universum ausschließen oder von Gott, der das Universum ist? Ich und mein Vater sind mit dir eins, sagt Jesus. Denn du bist ein Teil von uns. Glaubst du wirklich, dass ein Teil von Gott fehlen oder für ihn verloren sein kann? Diesen zweiten Absatz verbinden wir uns einige Sekunden. Ja, vielen Dank für das Verbinden an dieser Stelle. Ja, könnten wir uns nochmal einfühlen und nochmal die Feedback-Runde machen.
Wer möchte mal ein Feedback geben? Im Moment keiner. Das ist ja auch okay. Ich gebe mal ein Feedback. Also ich fühle mich gerade gut und ich habe gerade auch so ein Gefühl von so einer Art Grenzenlosigkeit in mir. Ich fühle mich nicht so begrenzt gerade. Und das fühlt sich für mich so ganz gut an. Ja, danke schön. Wir verbinden uns einige Sekunden in meinem Feedback. Ja, kommen wir zur Erklärung dieses Absatzes, wobei ich so das Gefühl habe, da muss gar nicht so viel erklärt werden. Hier geht es ja mehr so um dieses Thema Grenzenlosigkeit und von Gott getrennt sein oder nicht. Also so im Groben und Ganzen steht da drin, ich kann mich nur dann getrennt fühlen, wenn ich nicht an die Grenzenlosigkeit glaube. Also wenn ich an Begrenztheit glaube und der Körper zeigt ja so ein bisschen Begrenzung auf. Ne? Wenn wir jetzt mal hier so gucken, da ist die Grenze zum Außen. Körper, da außen Grenze. In dem Moment, wenn ich mich also als Körper identifiziere, lege ich ein Zeugnis ab für eine Welt mit Grenzen. Und in dem Moment, wo ich mich nicht mit dem Körper identifiziere, wenn ich zum Beispiel den Leitsatz, ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf, wenn ich den wiederhole und dann auch mich da einfühle, was ja auch gleichzeitig dann automatisch passiert, wir können uns eigentlich gar nicht gegen das Einfühlen wehren, weil automatisch die Wahrheit dann für sich selbst Zeugnis ablegt, dann fühlen wir diese Grenzenlosigkeit in uns und vielleicht fühlen wir sogar auch Schmerzlosigkeit, weil solange wir Fehl erschaffen, fühlen wir Schmerz und in dem Moment, wo wir wahre Schöpfung vom Heiligen Geist ersetzen lassen, also die Fehlschöpfung ersetzen lassen, in dem Moment fühlen wir wieder Grenzenlosigkeit und auch wieder Schmerzlosigkeit, sofern wir das zulassen können und annehmen können. Es kann auch mal sein, dass das einen Moment lang dauert, bis wir dazu bereit sind, das anzunehmen. Es kann auch mal einen Moment lang dauern, weil wir vielleicht intensiv an diesem Ego-Denksystem festhalten oder weil das Ego, was wir immer wieder neu erschaffen, neu fehlerschaffen, sehr stark an dieser Projektion festhalten will und wir dann auch, weil uns vielleicht auch in der Welt immer noch was lieb und teuer ist, was uns vielleicht an der Welt gefällt, lassen wir das hier und da an dieser einen oder anderen Stelle nicht los. Und wenn wir einen Gedanken von der Welt nicht loslassen, nicht komplett aufgeben für das neue Denksystem, da kann uns auch dieser eine Gedanke komplett wieder zurückziehen in die Hölle. So ist das letzten Endes. Wir müssen also das komplette Denksystem loslassen, was wir uns mit dem Ego anbieten, zugunsten des Denksystems, was uns vom Heiligen Geist angeboten wird. Wir müssen das also komplett an diese Stelle treten lassen. Wir müssen komplett den Willen uns bereit erklären, dass unser Wille der eine ist mit dem Willen Gottes, dass es ein Willen ist. Gut, ja, dass das manchmal nicht so einfach ist, das ist mir klar. Also das weiß ich auch selber, das merke ich auch in meinem eigenen Beispiel immer wieder. Aber es klappt doch schon eine ganze Weile immer wieder sehr gut. Nehmen wir aber so trotzdem Satz für Satz mal da durch. Alleinsein heißt von der Unendlichkeit getrennt sein. Es sei denn, ich sage dieses Wort Alleins, ne? So, dass das Wort allein vom Wort Alleins kommt.
dann ist alles wieder eins und dann ist ja nichts getrennt. Ne? Dann kann ich das so widerlegen. Aber normalerweise unser normales Alleinsein, das ist so ein Gefühl von Isoliertheit. Ich nehme mal hier dieses Gefühl von Alleinsein jetzt als Beispiel. Sich isoliert fühlen von der Gesamtheit. Ich wechsle hier mal ganz kurz den Modus. So. Also von der Unendlichkeit getrennt sein. Aber wie kann das denn sein, wenn die Unendlichkeit kein Ende hat? Also hier sagt uns halt Jesus ganz einfach, okay, wie kann das denn sein, dass du allein bist, wenn die Unendlichkeit kein Ende hat? Da kannst du ja nicht außerhalb von der Unendlichkeit stehen, da bist du ja immer mit drin. Niemand kann jenseits des Grenzenlosen sein. Hier wird es nochmal gesagt, also jenseits, außerhalb von der Grenzenlosigkeit kannst du gar nicht sein, weil das, was keine Grenzen hat, überall sein muss. Wir müssen allerdings an der Stelle zugeben, dass wir dafür auch Glauben immer noch benötigen oder eben sehr tiefes Einfühlen und zulassen, dass der Heilige Geist das in uns gefühlsmäßig eine Schau damit macht. Nennt sich dann Schau Christi. Dann können wir ahnen und fühlen, was Grenzenlosigkeit bedeutet. Und dann können wir auch ahnen und fühlen, dass alles andere nichts bedeutet. In Gott, dessen Universum er selbst ist. Also hier wird nochmal Haben und Sein nicht mehr unterschieden. Das heißt also auf der Ebene, auf der Gott, auf der wir eins mit Gott sind. Wir denken ja immer noch in zwei Ebenen. Einmal die Ebene des Egos, der Erde, der Formation. Und einmal die Ebene des Geistes. Es gibt aber in Wirklichkeit ja nur diese eine wahre Ebene, die wahr ist. Und das ist die Ebene des Geistes. Und deswegen steht hier in Gott, dessen Universum, das hört sich jetzt so an, als wenn es ihm gehört, als wenn er es hat. Aber das stimmt so nicht, weil dann steht direkt dahinter, er selbst ist. Dessen Universum, er selbst ist. Er ist sein Haben. Sozusagen. Haben und Sein ist auf dieser Ebene kein Unterschied mehr. Es gibt kein Haben mehr, weil man es ist. Gibt es keine Anfänge und keine Enden? Ja, wenn es kein Haben und kein Sein gibt, sondern nur noch Sein, gibt es natürlich auch keine Anfänge und kein Ende. Kannst du dich selbst vom Universum ausschließen oder von Gott, der das Universum ist? Hier wird es nochmal betont. Gott, der das Universum ist. Kannst du dich selbst davon ausschließen, der du selbst auch der Sohn Gottes bist und damit auch, wenn du eins mit Gott bist, sogar selbst Gott? Ich und mein Vater sind eins. Das hat Jesus immer gesagt. Der Vater und ich sind eins. Und jetzt sagt er, mit dir eins. Du, Jesus, der Heilige Geist, und der Vater sind eins. Und ich auch, gehöre mit dazu. Alle anderen, die hier sitzen und sich als Körper wahrnehmen, auch. Aber er spricht eigentlich ja auch direkt zum Sohn. Und nicht zu den scheinbar abgetrennten Formkörpern. Denn du bist ein Teil von uns. Glaubst du wirklich, dass ein Teil von Gott fehlen oder für ihn verloren sein kann? Ja, und die Frage können wir uns jetzt so im Geist reinstellen und uns nochmal einige Sekunden mit dieser Frage verbinden und uns eine Antwort geben lassen. Also eine Antwort in Form von einem Gefühl. Wir fühlen uns nochmal ein. Suchen das jetzt mal nicht vom Verstand her, sondern einfach vom
von der Liebe her zu verstehen. Du bist nur Liebe. Ja, danke bis dahin erstmal. Und jetzt würde ich gerne Marlies fragen, wie geht's dir gerade jetzt in diesem Augenblick? Was fühlst du gerade jetzt? Ich fühle mich irgendwie, war das ein Gefühl, dass ich mich wohlfühle? Und mich dann so eingebettet fühle in dem ganzen Sein, wo ich dazugehöre. Auch nur mit dem Gefühl, dass ich das bin, also so einfach eingebettet in das ganze Grenzenlose, wo ich gar nicht raus kann und da bin ich halt. Fühlt sich ziemlich gut an, ne? Das fühlt sich sehr gut an, ja. Man kann es fast nicht beschreiben. Okay, danke schön. Ja, gut. Schauen wir mal. Ich möchte noch jemandem Feedback geben gerade. Moment. Ich möchte. Ja, gerne. Ja, Weite habe ich gespürt. Weite und Helligkeit. Und ja, sich ausdehnende Weite. Ja, danke, Gerd. Sehr schön. Ja, wir verbinden uns mal mit euren beiden Feedbacks, Gerd und Marlies, und fühlen uns da mal auch mal so ein Stück ein. Darf ich was dazu sagen? Ja, gerne. Wo kommt denn das? Angelika. Ich meine, man sieht mich nicht, weil ich hier noch am Frühstücken bin. Angelika, okay, dann. Ja, ich habe gemerkt, dass die Frage bei mir Widerstand aufbringt, weil mich das irgendwie mit meinem Ego verbindet. Und also ich gucke dann direkt so auf meinen Körper, wie geht es ihm gerade? Also mit der Frage, wie fühlst du dich, wie geht's dir? Und ja, ich bin nicht so glücklich mit der Frage, muss ich sagen, weil sie mich nicht mit dem Heiligen Geist verbindet oder was ich mir ja eigentlich wünsche, dass ich immer in Verbindung bleibe, weil da ist so viel Urteil drin, wenn ich die Frage beantworte. Ja, andererseits bin ich auch froh über die Frage, weil ich jetzt seit der ganzen Karwoche, ich bin mit Corona infiziert und musste einige schöne Treffen absagen jetzt über Ostern, weil ich in Isolation bin oder noch bin sogar. Und mich hat gewundert, wie wenige mich fragen, wie es mir geht. Und ich hätte mir das gewünscht, dass mal eine Freundin fragt, wie geht's dir eigentlich? Ich könnte ja eigentlich auch schon auf Intensiv liegen oder gar nicht mehr da sein. Also einerseits möchte ich die Frage gefragt werden, wenn jemand weiß, dass es mir vielleicht im Moment nicht gerade so gut geht. Und andererseits
mag ich die Frage gar nicht. Also ich merke gerade, da ist wirklich so ein Widerstand in mir. Weil ich, also gerade wenn ich jetzt hier morgens mich ausrichte oder hier mit euch auch bin, da will ich diese Frage gar nicht gestellt bekommen. Wie geht's dir jetzt und so? Weil dann würde ich vielleicht abschalten und sagen, nee, ich gehe besser noch mal ins Bett oder so. Also, weil mein Körper fühlt sich gerade nicht gut an oder so. Also, ja, das wollte ich einfach mal nur dazu sagen. Aber trotzdem danke für die Frage, weil da ist ja auch noch mehr dahinter. Und ich müsste noch was dazu sagen, weil der erste Kurslehrer, mit dem ich gelernt habe, der hat immer gesagt, stell nie jemandem die Frage, wie geht's dir? Weil das ihn immer auf das Ego, also das Ego fühlt sich dann angesprochen. Also du sprichst damit nicht den Heiligen Geist an, wenn du das fragst, weil das beim Heiligen Geist, da gibt es diese Frage nicht. Wie geht's dir? Also die ist zu stark auf den Körper orientiert. Also der wir ja nicht sind. Also ja, okay. Danke. Ja, danke Angelika. Wir verbinden uns mit deinem Feedback im Geist und fühlen uns ein. Ja, danke für das Verbinden und danke für das Feedback. Schauen wir mal auf die Uhr. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, also können wir noch ein Kapitel weiter lesen. Darf ich dazu noch kurz was sagen? Wozu? Zu dieser Frage, wie geht's dir? Ja, wenn du möchtest. Warum nicht? Mir gerade so im Geist gekommen. Man kann die Frage natürlich auf den Körper beziehen, wie geht es meinem Körper? Oder man kann die Frage darauf beziehen, wie geht es mir im Geist? Wenn ich jetzt immer auf den Körper dann schaue, wie mein Körper sich fühlt, wird natürlich eine andere Antwort kommen, wie wenn ich sage, wie geht es meinem Geist? Nur so, war mir gerade so im Sinn. Ja, danke Marlies. Dann verbinden wir uns auch nochmal in deinem Feedback einige Sekunden lang. Ja, vielen Dank für das Feedback, Marlies, und vielen Dank nochmal für die Verbindung an euch alle, an uns alle. Ja, und wir gehen nochmal einen Absatz weiter. Ich möchte auch noch was sagen dazu. Du möchtest auch noch was sagen? Denn? Ja, 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 ja. Gerne, gerne. Immer wieder Feedbacks sind ja immer gerne. Ja. Vor dem nächsten Absatz. Vielleicht kommen wir ja dann auch nicht mehr dazu. Okay, dann mach mal. Es ist sehr interessant, diese Frage. Und natürlich, ich glaube, das Entscheidende ist, wer stellt die Frage? Wer bin ich? Von welchem Standpunkt aus
stelle ich die Frage, wie geht es dir? Also stellt sie der Christus, der Heilige Geist, oder stellt sie das Ego? Wenn ich jetzt vom Christus her sage, zum anderen Christus, wie geht's dir? Ist alles klar im Grunde. Der Christus ist im Frieden, der Christus ist das Licht, der Christus ist die Glückseligkeit. Und jetzt kommt natürlich eben das Ding, wir müssen ja nicht nach der Liebe suchen. Die Liebe ist immer gegenwärtig. Das ist einmal, die Wahrheit ist wahr. Wir suchen nur nach dem, was wir noch nicht vergeben haben. Wir suchen nach den Blockaden, die wir noch immer irgendwo im hintersten Kämmerchen haben. Und natürlich, die werden natürlich da auch angesprochen. Und das ist eben dann irgendwie das Geschenk, dass irgendwas in mir dann mit dieser Frage nicht ganz glückselig ist. irgendwas kommt da hoch, was noch nicht volle Freude ist oder noch nicht zum, wo ich noch nicht lachen kann. Und dann kommt einfach dieser Widerstand, dass ich sage dann, okay, er will nicht oder ich will sie haben oder ich kann sie nicht beantworten und, und. Und deshalb ist einfach auch dann wieder schlussendlich diese Frage sehr, sehr hilfreich. Ich kann sie dauernd stellen und fühlen dann oder sehen, was einfach wirklich dann los ist mit mir. Und zwar nur mit mir. Dankeschön. Ich würde auch gern was sagen. Ja, aber wir wollen uns erst noch mit der Antwort vom Lorenz einige Sekunden verbinden. So viel Geduld. Ja. Okay. Das sollten wir noch aufbringen. Okay. Ja, vielen Dank für das Verbinden, vielen Dank für das Feedback, Lorenz. Und da war jetzt noch eine Wortmeldung. Wo war sie? Ja, ich hier, Sieglinde. Sieglinde, gerne. Tut mir leid, dass ich da jetzt zu schnell war. Das ist kein Problem. Also ich merke schon die ganze Zeit, wo es darum ging mit dem Alleinsein und mit dem Alleinsein. Und dann auch, wie es mir geht. Also bei mir merke ich, ich habe zurzeit so eine Phase, wo ich Angst habe vor mir. Angst, wer bin ich? Bin ich allein? Bin ich mit allem verbunden? Also ich habe das Gefühl, ich habe Angst vor mir selbst. Ich habe Angst, ich selbst zu sein. Ich habe Angst, all eins zu sein, dann habe ich so dieses Gefühl, ich gehe unter und weiß aber trotzdem nicht, wer ich bin. Also das wollte ich jetzt einfach mal, das sind so meine Empfindungen zurzeit, dass da so auch Ängste sind, nicht zu wissen, wer ich wirklich bin. Wer bin ich in dem Ganzen? Ich weiß, ich bin verbunden und ich bin im All-Eins. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ja, wer bin ich dann? Es ist irgendwie widersprüchlich, aber trotzdem ist es da. Ja,
Das wollte ich jetzt einfach mal aussprechen. Ja, vielen Dank, Sieglinde. Wir verbinden uns mit deinem Feedback einige Sekunden lang. Ja, vielen Dank. Wir kommen jetzt auch so langsam zum Ende unseres Kurses. Ich mache ja mal ganz kurz eine Ankündigung. Und zwar auf meinem YouTube-Channel gehe ich den ganzen Kurs durch. Den könnt ihr euch da anschauen. Und erkläre von vorne bis hinten das ganze Textbuch. Jeden Tag mache ich da ein Meeting und nehme das auf und teile das auf YouTube und im Podcast. Also das könnt ihr euch gerne anschauen. Oder ihr könnt natürlich auch gerne am Meeting teilnehmen. Ja, das wäre es von mir. Jetzt übergebe ich den Host an Christina, weil die will jetzt eine Meditation machen. Sonst hätte ich vielleicht noch ein bisschen Musik aufgelegt, aber wahrscheinlich geht es dann jetzt direkt weiter. Und dann mache ich das jetzt mal. Achso, den YouTube-Channel findet ihr unter die Schau Christi ausdehnen, wenn ihr das im Internet eingibt. Schau Christi ausdehnen. So, Host erstellen. So, jetzt müsstest du den Host haben. War das richtig, Christina? Ich bin nicht der, ich mache das nicht mit der Liane. Ach so, wer war das denn jetzt? Moment. Ich weiß gar nicht, ob sie schon da ist. Yvonne war das, sorry. Ja, genau. Ja, die ist ja noch gar nicht da, ne? Mhm. Oder sieht sie jemand? Ich bin da. Ich hatte dich angeschrieben. Wenn du auf meinen Chat gehst, dann siehst du mich. Hallo. Ja, ich versuche dich gerade aber auch hier zu sehen. Ach, da unten. Ja, hier, alles klar. Dann müssen wir jetzt hier, jetzt habe ich dich als Co-Host, aber Host erstellen jetzt. Super, danke schön. Moment. Hast du jetzt einen Host? Ja. Ich stoppe mal die Aufzeichnung gerade.